Seht euch unser neues Video an. Wir ärgern heute unsere Mitbewohner. Jemand hat sich einen heißen Streich ausgedacht. Und der Streich ist nicht nur heiß, der Streich brüht schon richtig. Druckt ein Bild von einem Bügeleisen aus. Schneidet einen Teil der Metallbasis aus. Und bringt Aufkleberpapier an. Zeichnet das Stück nach und schneidet eine Vorlage aus. Legt die Schablone auf eure Wange und tragt Lippenstift mit einem Make-up-Ei auf. Oh mein Gott, was hast du denn da gemacht? Was können wir tun? Wie ist das denn passiert? Hey, das ist nicht so schlimm. Es ist nur Lippenstift. Und hier ist die Vorlage. Spinnst du? Das ist nicht lustig. Jetzt wird meine Freundin dieses Bügeleisen nicht mehr anfassen. Heute ist Spa-Tag. Kann ich mitmachen? Klar. Leg deine Maske ins Wasser. Und lass die Maske trocknen. Zeichnet rote Flecken darauf. Leg die Maske wieder in die Verpackung. Starte den Countdown. 3, 2, 1, fertig. Ah, was ist das für ein Ausschlag? Oh Gott. Ich sehe aus wie ein Freak aus einem Horrorfilm. Und meine Freundin stirbt noch vor Lachen. Was für ein gelungener Streich. Es ist soweit. Heute kommen viele Freunde zu Besuch. Wir müssen ein paar Snacks vorbereiten. Los, kommt! Kocht Eier. Legt sie zurück in den Karton. Ich werde ein schnelles Omelett machen. Was? Sind die Eier schon gekocht worden? Na toll. Es ist Murphys Gesetz. Wenn man in Eile isst, läuft alles schief. Na schön, ich werde nicht aufgeben. Ich mache einfach Pasta. Okay, hier ist der Topf. Bring doppelseitiges Schaumband am Rand an. Und leg den Deckel darauf. Sehr gut. Was ist jetzt schon wieder los? Ist das Hexerei oder streikt der Topf? Oh Mann, irgendwie will heute gar nichts klappen. Nur nicht ausflippen. Hier ist eine Orange. Schneidet eine Orange auf. Entfernt das Fruchtfleisch mit einem Löffel. Achtet darauf, dass die Schale nicht kaputt geht. Legt dann ein rohes Ei hinein. Und schließt die Orange. Zumindest bekomme ich meine tägliche Portion Obst. Na danke. Ein Tablet ist das perfekte Gerät für einen Streich. Druck dein Bild von der Rückseite eines iPads auf Aufkleberpapier aus. Befestigt es an einem Schneidebrett. Oh Gott, was machst du da? Hör auf, das iPad kaputt zu machen. Moment mal. Das ist nur ein normales Schneidebrett. Oh, meine Mitbewohnerin hat mich wieder reingelegt. Sie hat ein iBoard für unsere Küche gemacht. Der Verstand spielt euch einen Streich, wenn ihr müde seid. Ist das Zahnpasta oder eine Banane? Schneidet den Stiel ab und tragt essbaren Kleber auf. Befestigt die Zahnpastakappe. Hä, das ist doch eine Banane. Warum liegt die im Badezimmer? Meine Mitbewohnerin hat mir wieder einen Streich gespielt. Ich sehe schon. Diese Pads erfrischen die Augenlider.
Entfernt die schwarzen Augenpads aus der Verpackung. Trag mit einem Pinsel einen dunkelblauen Lidschatten auf. Legt sie wieder in die Verpackung. Verschließt den Schnitt mit Kleber. Meine Freundin macht sich bereit für ihre Schönheitsroutine. In der Zwischenzeit werde ich ihr ein sehr spezielles Körperspray geben. Entfernt den Dosierer und gebt Knoblauchpulver hinein. Verschließt die Flasche und schüttet sie. Jetzt mache ich mich erstmal frisch. So, nur noch Körperspray auftragen. Was ist das für ein Geruch? Was stinkt hier so? Was für eine tolle Überraschung. Nachdem er sich durch die Lücke gequetscht hat, wird er... ich kann nichts mehr sehen. Brauchst du mehr Licht? Oh, perfekt, vielen Dank. Ich gebe dir etwas Licht. Entfernt die Augen von einer Puppe und macht am Mund eine Öffnung. Entfernt den Lampenschirm von einer Lampe und setzt sie stattdessen auf den Babypuppenkopf auf. Oh Gott, wie gruselig! Sehr nett von dir. Du weißt, wie man ein Zimmer dekorieren kann. Zeit für Make-up. Meine Haut muss perfekt aussehen. Löse Körperfarbe in einem Glas Wasser auf. Tränkt ein Make-up-Ei der gleichen Farbe ein. Drückt das Wasser aus. Oh, löst sich dieses Make-up-Ei etwa auf? Oder ist das wieder ein weiterer Streich? Meine Mitbewohnerin hätte ihr Make-up nicht unbeaufsichtigt lassen dürfen. Ich kann so ganz schnell ihren Bronzer austauschen. Misch gelben kinetischen Sand mit etwas Bronzer. Übertragt es in einen sauberen Puderbehälter. Drückt es etwas an. Und trag perlmuttfarbenen Lidschatten mit einem Pinsel auf. Dieser Bronzer hat einen seltsamen Sandeffekt. Oh, ich verstehe schon. Das ist doch klar, wer das wieder war. Wie kann ich meine Freundin davon abhalten, meine Turnschuhe zu stehlen? Na, mit einem ganz besonderen Streich. Streu Glitzer in die Turnschuhe. Hey, war Tinkerbell hier? Großartig. Mir ist so langweilig. Jemand guckt die ganze Zeit aufs Smartphone. Aber ich habe nichts zu tun. Vielleicht sollte ich mir etwas Witziges überlegen. Kommt schon. Vitamine, raus da. Ich werde euch durch Puppenmedizin ersetzen. Schneidet Augen, den Mund, die Nase, Ohren und Arme von kaputten Puppen ab. Legt die Körperteile in leere Gelatinekapseln. Öffnet dann vorsichtig eine Tablettenverpackung mit einem Messer. Entfernt die Tabletten und legt stattdessen die Puppenteile hinein. Verschließt die Packung mit Alufolie und schneidet den Überschuss ab. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, was passiert. Was ist das? Entspann dich! Das ist eine sehr wertvolle Puppenmedizin. Eine kleine Kaffeepause tut immer gut, solange es keine Scherzidee ist. Schneidet Fondant in kleine Stücke. Formt daraus ein Oval. Verwendet dafür einen Cutter, um Details zu formen, damit es wie eine Made aussieht.
zeichnet einen Kopf mit einem schwarzen Lebensmittelmarker und macht mehrere Maden. Lasst sie dann trocknen. Was hast du denn da reingetan? Was ist das? Ih, wie eklig! Zumindest habe ich jetzt die ganze Couch für mich alleine. Wie fandet ihr unsere lustigen Streiche? Schreibt uns, welchen Streich ihr ausprobiert. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.